Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um meinen Erfahrungsbericht zu meinem Gravelbike und zwar dem Specialized Diverge Sports Carbon. Vorweg muss ich sagen, ich bin kein Fahrradprofi. Das heißt, wenn ich mal irgendwas Falsches oder anders betitel, dann ist es leider so, weil ich habe nicht so viel Ahnung. Ich weiß, wie mein Fahrrad fährt und mir macht es richtig Bock. Ja, mein Diverge bin ich jetzt genau 5200 Kilometer gefahren, vielleicht auch ein bisschen mehr. Nicht immer alles getrackt. Und ja, dies ist mein Erfahrungsbericht und ja, wir fangen direkt mal an, oder? Zuerst einmal, warum fahre ich überhaupt ein Gravelbike? Und zwar bin ich früher sehr viel Mountainbike gefahren und ich wollte heutzutage mal etwas schneller unterwegs sein, wollte aber nicht unbedingt Rennrad fahren, weil Rennrad ist so, dann siehst du vielleicht doch mal einen Trail, wo du Bock hast abzubiegen oder Offroad zu fahren. Ja, und dann ist es halt schwierig, ne? Mit einem Gravelbike kannst du das mal eben machen. Da ist der Trail, fährst halt den Trail runter. Easy. Dazu kommt natürlich noch, dass man schön umgreifen kann. Ne? Man hat nicht immer so die Hände, man kann mal so, mal nach unten. Ne? Du hast viel mehr Griffposition. Das war auch nochmal so ein Vorteil für mich, den ich gesehen habe, ein Gravelbike zu fahren. Und was eigentlich für mich so der allerwichtigste Punkt war, ich wollte einfach ein Abenteuerfahrrad haben. Ich wollte ein Fahrrad haben, womit man überall hinfahren kann, wo man Bikepacking mitmachen kann. Und ja, da kommt man natürlich an einem Gravelbike überhaupt nicht vorbei. Ne? Ja, und das Fahrrad ist, wie der Name es schon verrät, Sports Carbon aus Carbon. Ja, warum überhaupt Carbon? Ich selber bin sehr leicht, deswegen ist es eigentlich immer ziemlich egal, was für ein Material ich unter mir habe. Der ausschlaggebende Punkt war für mich einfach, dass ich viel Federkomfort haben wollte. Und das bietet Carbon natürlich sehr gut an. Ne, im Nachhinein hätte vielleicht Aluminium auch gereicht, weil mein Mountainbike war auch nur Aluminium. Der Federkomfort ist eigentlich in Ordnung. Aber jetzt, wo ich das Carbon ein Jahr gefahren bin, es ist natürlich wahnsinnig geil, auch vom Gewicht her. Es macht halt einen Wahnsinnsunterschied. Ist aber jetzt ein Punkt, wo ich sagen kann, muss gar nicht sein, so ein Carbon-Fahrrad. Also mir hätte auch Aluminium gereicht. Und warum ist es überhaupt ein Specialized Diverge geworden? Anfangs habe ich ganz viel rumgeguckt und wollte irgendwas haben, was halt viel federt. Deswegen ne, der Carbonrahmen. Dann habe ich auch gesehen, dass es Vorbauten gibt, die federn. Zwar gibt es sowas wie von Redshift, aber das wird halt nicht direkt an den Fahrrädern so verbaut. Das kann man sich nachrüsten. Ja, und eigentlich gab es da nur zwei Modelle. Und zwar das Canyon Grail mit ihrem Hoverbar. Ist natürlich ein sehr gewöhnungsbedürftiger Lenker, aber mir ist sowas ja egal. Ich wäre es gefahren. Und dann gibt es natürlich noch das Specialized Diverge. Das war dann natürlich auch eine Empfehlung von meinem Onkel, der schon mehrere Jahrzehnte Fahrrad fährt und sich eigentlich auch gut damit auskennt. Und dann hört man natürlich auch gerne da drauf. Ja, das Diverge habe ich mir dann natürlich auch mal genauer angeschaut und mit dem Grail verglichen. Und ja, warum das Specialized geworden ist, liegt auch ganz krass daran, dass ich das viel früher bekommen habe als ein Grail. Also ich weiß nicht, also es waren glaube ich dann wirklich nur noch diese Liefertermine, ob das jetzt ein Grail oder ein Diverge wird. Ne? Ja, wie gesagt, das Diverge ist komplett aus Carbon. Dazu zählt der Rahmen, die Gabel als auch die Sattelstütze. Bei der Rahmengröße musste ich dann schauen. Ich bin 1,83 Meter groß. Und habe eine Schrittlänge von 85 cm und habe mich dann für die 56 cm Rahmenvariante entschieden. Ich hätte auch größer gehen können. Der einzige Unterschied ist, dann sitzt du halt etwas gestreckter. Bei einem etwas kürzeren, ja, sitzt du etwas komfortabler. Deswegen habe ich mich für die komfortablere Variante entschieden und das war auch sehr gut so. Ja, wie gesagt, ich bin halt ein Dulli, was die Sachen angeht, deswegen kommen wir mal zum Lenker. Ich lese jetzt ein paar Zahlen ab. Und zwar sind das 103 mm Drop mit 70 mm Reach und 12 Grad Flare. Ja, ne, also ist ein bisschen was gebogen und sowas.
Ja, für mich perfekt. Ist nicht so breit. Es gibt ja so Lenker, die so breit ausladend sind, ne? Gerade wo man außen greift, dass es so nach außen steht. War für mich auch nicht wirklich schön. Deswegen, ich finde es gut, dass der sehr kompakt ist, der Lenker. Ist schön schmal, weil du guckst ja eigentlich nach der Schulterbreite und da war der Lenker genau perfekt für mich. Das Fahrrad ist auch bei mir komplett original. Ich habe so gut wie gar keine Teile getauscht. Deswegen, der Lenker war für mich schon direkt perfekt. Ja, und wie eben schon erwähnt, ist natürlich eine Federung im Vorbau verbaut. Und zwar die Futureshock 1.5 Variante. Da sind drei verschiedene Federn drin. Also nicht alle gleichzeitig, aber zuerst war eine sehr weiche drin. Das hat mir dann ein bisschen zu viel gefedert, was schon direkt aufgeschlagen ist. Dann habe ich die mittlere reinmachen lassen und habe dann gemerkt, auf Straße sehr gut. Aber sobald man mal ein bisschen Offroad fährt, schlägt das dann auch schon durch. Deswegen habe ich mich zum Schluss dann für die dritte Feder entschieden, die härteste von allen. Und da ist dann auch mal in den Trails der Federkomfort immer noch vorhanden, ohne dass es so krass durchschlägt. Und ich muss sagen, Futureshock, sehr geile Erfindung. Also Gravelbikes mit Federung, das sieht man jetzt auch, ist immer mehr im Kommen. Und das finde ich auch sehr gut so. Des Weiteren gibt es ja auch Futureshock 2.0, was in meinen Augen gar nicht so wichtig ist. Also ihr habt dann ein Rädchen und könnt dann über das Rädchen am Vorbau einstellen, wie krass es federn soll. Aus einigen Videos habe ich da schon erfahren, dass es die Leute dann gar nicht nutzen. Also sie stellen vielleicht eine Stufe ein und drehen nie wieder an diesem Rädchen. Warum dann 2.0, wenn man noch 1.5 fahren kann? Da spart ihr auf jeden Fall schon mal einiges an Geld. Sattel ist natürlich auch original, nennt sich Powersport von Specialized und ja, mein Gesäß kommt perfekt damit klar. Schon ganz viel mit Bips gefahren und auch ohne Bip-Shorts gefahren. Und ja, also mir hat der Hintern nicht wehgetan. Ich habe einen sehr schmalen Hintern, passt aber sehr gut auf diesen Sattel. Die Laufräder sind von DT Swiss G540. Ist jetzt, glaube ich, nichts Hochbesonderes oder so. Schöner hoher Flansch, sowas habe ich ja vorher nie gehabt. Und da sagt der Seitenwind gerne mal Hallo. Ja, das merkt man richtig krass. Und die Laufräder sind aus Aluminium, kein Carbon. Könnte man vielleicht ein paar Gramm sparen, aber mir persönlich überhaupt nicht wichtig. Der Reifen ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich guter Reifen in meinen Augen. Er hat in der Mitte halt ein sehr straßenlastiges Profil. Der Reifen ist insgesamt 38 mm breit und damit kann man wirklich, wenn man geradeaus auf der Straße ballert, richtig gut Speed geben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es, glaube ich, 60% Straße, 40% Offroad. Und ja, außen habt ihr dann natürlich so ein bisschen Profil, womit ihr auch auf Schotter fahren könnt. Sobald es dann sehr matschig wird oder nass, dann wird es schon schwieriger mit dem Reifen, gerade bergauf. Ja, da müsste man dann schon, wenn man wirklich deep graveln will, auf jeden Fall andere Reifen aufziehen. Aber ansonsten ist der Pathfinder ein sehr, sehr, sehr guter Reifen in meinen Augen. Ich muss dazu auch sagen, dass ich wirklich in dem ganzen Jahr nicht ein einziges Mal einen Platten hatte, obwohl ich sehr ruppig manchmal durchs Gelände gefahren bin. Also wirklich ein sehr, sehr guter Reifen und auch tubeless ready. Der Rest von dem Bike, die Kurbel, Kette, Kassette, Schaltwerk, Umwerfer, Schalthebel, Bremse, alles Shimano GRX. Ich will gar nicht auf diese ganzen Namen eingehen, ja, aber es ist alles GRX-Gruppe. Also schon, ich sag mal so das High-Class-Segment von Shimano im Gravel-Bereich. Sehr zufrieden damit. Ich habe eine 2x11 Kassette. Kassette? Ja, also ich fahre 2x11 Schaltung. Hatte überlegt, ob ich vorne einfach fahre. Bin dann aber doch froh, dass ich zweifach vorne habe, weil ich habe so eine schöne Gangspreizung, dass ich dann wirklich auch jeden Berg mit hochtackern kann. Das war das Einzige, wo ich ganz viele hin und her überlegt habe, ob vorne einfach oder zweifach, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich zweifach gewählt habe. An Zubehör ist eigentlich gar nicht so viel dran. Ich habe mir so ein Schloss da unten dran gebaut. Das kommt aber erstmal wieder ab, weil ich finde, der Platz ist zwar gut genutzt, aber ja, es sieht halt nicht so geil aus und setzt doch vielleicht gerne mal im Gelände auf. Des Weiteren sind Specialized Getränkehalter dran. Was an denen ziemlich geil ist, dass man einfach die Flaschen seitlich rausziehen kann.
so dass man auch eine große Tasche oben haben kann, ohne dass man beim Rausziehen immer direkt gegen diese Tasche stößt. Das heißt, einfach seitlich rein und raus. Habe ich mich so dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr, warum man noch normale Flaschenhalter verbaut, wenn man diese seitlichen Dinge hat. Finde ich ziemlich, ziemlich nice. Dann habe ich mich für Kombipedale entschieden, weil ich ab und zu auch gerne mit der Familie unterwegs bin, um auch mal mit normalen Schuhen zu fahren. Sonst fahre ich halt mit meinen Adidas Velo Samba und klicke mich damit ein. Funktioniert ganz gut und vielleicht wechsle ich auch irgendwann mal auf so einen richtigen Schuh, auch wenn mir diese Schuhe immer nicht so gefallen. Und da ich keinen Radcomputer besitze, habe ich Quadlock montiert und bin eigentlich sehr zufrieden, auch wenn es manchmal beim Draufmachen ein bisschen hakelig ist, aber dafür, wenn es dann hält, hält es Bombe. Na, wie erwähnt, bin ich jetzt 5200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, die erste große Inspektion ist jetzt durch. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mein Fahrrad nicht so gepflegt, wie man es eigentlich machen sollte. Ich bin wirklich durch den allertiefsten Matsch gefahren. Manchmal 3 Tage hintereinander, ohne das Fahrrad richtig zu reinigen. Das hat die Kettenblätter natürlich ein bisschen mitgenommen, als auch die Kette an sich, ist ja klar. Und so musste jetzt bei der Inspektion vorne das große Blatt erneuert werden, als auch die Kassette hinten, die Kette, ja, und natürlich Bremsbeläge, ne? Das war jetzt ein Service von rund 200 Euro an Teile. Ja, deswegen, Leute, wenn ihr eine Ausfahrt gemacht habt, dann macht die Kette sauber, macht die Ritzel, macht alles sauber. Dann habt ihr auch länger was davon. War jetzt einfach my fault, dass ich da einfach nie was sauber gemacht habe, beziehungsweise immer viel zu spät gemacht habe und dann gerne mal knirschend mit der Kette weitergefahren bin. Ja, das war übelster Materialverschleiß, den man hätte vermeiden können. Ja, alles in allem ist das Diverge wirklich ein super, super gutes Gravelbike. Und es ist auch eher im hochpreisigen Segment. Als ich das Fahrrad erworben habe, hat es 3.500 Euro gekostet. Mittlerweile natürlich pandemiebedingt und Lieferschwierigkeiten bedingt viel mehr. Ich glaube, es sind schon 400 Euro mehr. Und es gibt natürlich schon die nächste Generation 2022. Übrigens auch mit einer sehr schönen Farbe dabei. Müsst ihr euch mal anschauen. Ja, ich bin mit dem Fahrrad sehr, sehr zufrieden. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen weiter unten anfangen können und nicht direkt so ein hochpreisiges Fahrrad fahren müssen. Aber ich bin wirklich, ich muss es nochmal sagen, sehr, sehr zufrieden mit diesem Fahrrad. Es ist quasi, ich würde mal sagen, so ein Mercedes unter den Gravelbikes. Fährt sich komfortabel, du kannst damit super geil Straße ballern mit dem Pathfinder Sportreifen. Offroad macht das Ding genauso mit. Trails runter als auch hoch bin ich damit gefahren, funktioniert alles, federt alles weg. Future Shock, super geil. Ja, ein mega gutes Fahrrad, Leute. Also ich persönlich habe gar keinen negativen Punkt an diesem Rad. Ich habe ja auch Bikepacking damit gemacht. Da haben Taschen an die Seite gepasst, vorne am Lenker. Also ich bin bepackt losgefahren, auch wenn es ein Carbon-Fahrrad ist. Funktioniert genauso gut. Natürlich muss man beachten, dass man nicht zu viel Gewicht dran hängt, gerade an der Gabel vorne, ne, dass er da jetzt nicht das schwerste Zeug reinmacht. Aber da Bikepacking mit Packen und so ist eh ein eigenes Thema für sich. Aber das hat alles funktioniert mit diesem Fahrrad. Das ist für mich wirklich das perfekte Abenteuerfahrrad, was super leicht ist und sich sehr, sehr gut fahren lässt. Natürlich habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit anderen Fahrrädern, weil so viele andere Gravelbikes bin ich bisher nicht gefahren. Aber ich kann das Diverge wirklich empfehlen. Auch die untere Liga davon, sage ich mal, aus Aluminium werden garantiert genauso gut sein. Und ob ihr da jetzt Shimano oder SRAM dran fahrt, ist natürlich auch, ich sag mal, so ein bisschen Geschmackssache, ne? Ich wiederhole mich nochmal, Diverge wirklich ein sehr, sehr gutes Fahrrad. Hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt und ich freue mich jetzt mit dem Fahrrad noch weitere tausende Kilometer abzureißen. Ja, das war jetzt mein kleines, kurzes Fazit zum Diverge. Ja, ich kann nichts Negatives sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal da unten einen Daumen da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, haut da rein, Leute. Ciao.